So, und weiter in den Kampf. Damit es kein Krampf wird hier. Was haben wir denn hier? Ein Ätherkristall. Okay, da kommt die Kacke. Warte mal. Okay, er greift automatisch an. Schade, ich wollte gucken, wenn die ganzen Zombies spawnen, ob die vielleicht auch EP geben, weißt du? Ja, so kleiner Exploit. Dann könnte man die einfach hinstellen, alles, alle Monster da, die rausspawnen, killen. Und wäre quasi Endless Spawn. Wäre eine coole Möglichkeit gewesen eigentlich. Aber okay. Wir wollen ja nicht schummeln hier. Wir wollen ja nicht schummeln. So, Level 6 mittlerweile, liebe Leute. Also, es geht tatsächlich voran. Und ich muss sagen, also ich glaube, so ein Public Game wäre schon sehr, sehr geil. Müssen wir irgendwie mal testen. Man kann auch Gruppen suchen. Von daher, ich denke, wir finden auch was. Ah, komm, hör auf. Ah, Bums. Aus die Maus, Bums. Aus die Maus, Bums. Aus die Maus. Okay. Nix fallen gelassen hier, dreckigen. Oh, warte mal, da liegt was. Eine beschädigte Klaue. So, den Kristall machen wir erstmal kaputt. So, nimm ihn mit. Alter, ich hätte gerne noch einen schönen AOE-Skill. Da müssen wir gleich mal gucken, wenn wir Level Up haben. Ob wir da was machen können. Jetzt haben wir natürlich hier so Single-Target. Ich denke, da ist noch mehr möglich. Müssen wir gleich mal gucken. Was haben wir denn da Schönes gefunden? Warte mal. So. Ja, haben wir erstmal aus den Latschen gehauen hier. Da ist irgendwo ein Stern. Okay. Ach so, da ist der Eingang. Okay, da müssen wir sogar rein. Was haben wir denn jetzt hier Schönes? 34 Rüstung. 46 Rüstung. Komm, nehmen wir. Also, jetzt ist der Rüstungswert einfach zu hoch, als dass wir ihn vernachlässigen könnten. Sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Hier kommen wir nicht rein. Aber warte mal, hier kommen wir noch irgendwo rum. Da. Kamera drehen. Ist hier etwa ein Secret? Natürlich nicht. Okay. Oder warte mal, hier vielleicht? Nee, schade. Hätte ja sein können. So, dann gehen wir einmal zum Sternchen. Aber erstmal machen wir auf dem Weg die Gegner kalt. So. Ist hier noch irgendwas? Nichts, okay. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Oh, aber Level Up, nice. So, komm, 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 komm. Okay, alles down? Nee, er lebt noch. Okay, jetzt aber alles down. Gut, jetzt auf jeden Fall hier eins. Hm, warte mal. Aktuelle Stufe, 2 Sekunden, ein Beschwörungslimit. Das heißt, mit der nächsten Stufe haben wir kein weiteres Beschwörungslimit, beziehungsweise keine Erhöhung des Beschwörungslimits. Heißt, wir bleiben bei 4. Jetzt gucken wir mal, was wir noch haben. Warte mal. Oft reicht schon allein die Gegenwart eines Nekromanten aus, um ihre feine Furcht einzuflößen. Du gibst ein geisterhaftes Heulen von dir, das das Selbstvertrauen der kleineren Gegner schwächt. Schnell verbreitet es Verwirrung auf Furcht bei deinen Gegnern. Nee, die sollen nicht weglaufen. Geister zu binden ist eine gefährliche Praxis, aber eine, die durch vergessene Wissen sogar Schutz äußerst lohnenswert sein kann. Indem die Geister der Gefallenen zum Dienen gezwungen werden, wirst du mit... Oh. Oh, das klingt sehr nice. So, Essenzentzug war das. Wir probieren das einfach mal, würde ich sagen, oder? Dann machen wir unsere Zombies nochmal ein bisschen, beziehungsweise unsere Skelette ein bisschen stärker. Ja, bestätigen. Die haben wir noch keinen. Okay. Gut, jetzt setzen wir das mal ganz kurz auf eine andere Maustaste. Geisterbindung. Okay, jetzt haben wir Geister. Zumindest zeigt da unten Geister an. Ja, Geisterbindung, okay. Aber, ach so, ah, okay, alles klar. Sieht auch mich herum hier. Da sind jetzt so ein paar Geisterköpfe. Sieht sehr cool aus, muss ich sagen. Wow, aber unsere Skelette machen jetzt massig Schaden. What the fuck? Haben wir jetzt überhaupt 4? Nee. Jetzt haben wir 4, okay. Wir mussten einmal neu casten. Jetzt endlich casten. Jetzt haben wir unseren ersten... Ja, Elite oder unseren ersten Miniboss, würde ich sagen, ne? Boah, nice! Sehr, sehr schön. Okay, das haben wir. Jetzt gucken wir noch mal ganz kurz. Irgendwas hier, was wir aufmachen können, ist nicht dabei. Was haben wir denn für schöne Waffen gefunden hier? Hier haben wir erstmal eine Rüstung mit 45. Nehmen wir rein. Komm, scheißegal. Nehmen wir noch ein paar schöne Schuhe, auch mit 52 Rüstung und ein Gürtel mit 17. Achso, das war der von vorhin, den haben wir ausgewechselt, ne? Ne, dann lassen wir das. Okay. Nice. Also tatsächlich uns ein bisschen verbessert und wir haben noch einen Punkt über. Die haben auf Raffinesse, dass wir da auch über 100 kommen. So, hier haben wir noch einen Rucksack. Fällt ein bisschen was raus. 46 mit Stats, nice. Jetzt gucken wir mal weiter. Warte mal, wo müssen wir... Boah, jetzt ist natürlich hier... Warte mal, was ist das denn? Zerstörter Schrein. Da gehen wir mal hin, gucken, was da los ist. Also müssen wir die Äther kaputt machen. Kriegen wir den überhaupt? Ja, okay, nice.
So, das nehmen wir einmal auf. Da sind noch ein paar Skelette. So, Essenzregeneration. Aufgehoben. Okay. Was können wir jetzt hier machen? Opfern? Dieser Schrein ist zerstört und muss wiederhergestellt werden. Soll die Opfergabe am Schrein abgelegt werden? Ja. Oh, jetzt haben wir Devotionspunkt erhalten. Nice. Das ist wahrscheinlich das hier, ne? Einen Punkt haben wir über. Okay, was machen wir jetzt? Kreuzung, 5% mehr Leben. 18 Verteidigung, 5 Leben. 18 Angriffsqualität, das ist natürlich auch nicht schlecht. Aber wie... Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, ey. Ich weiß es noch nicht. Ja, keine Ahnung. Falk im Jumpen Blick sucht der Falk im Himmel nach leichter Beute ab. Ich habe keine Ahnung. Wir lassen das so. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung, Leute. Guck ich mir später nochmal an. Da gibt es nämlich eine schöne Lektüre für. Da steht dann sowas drin, wie man, was das genau ist und sowas. Hör auf damit, Junge. So. Bums aus die Maus. So, was haben wir denn hier noch? Verwandelten Toten. Ein Elend. Ach du Scheiße, was ist denn da jetzt wieder los? Skelette, kümmert euch drum, ja, ne? Danke. Immer Verlass drauf. Sehr nice. Diese vor sich hingammeln hier, weißt du? So. Da ist schon das Licht, Höhleneingang. Achso, ja, genau. Da ist Licht zu sehen. Ist sonst noch irgendwas hier? Warte mal, hier ist noch was. Einmal aufmachen. Wieder ein paar Eisenstücke. Wie viel haben wir mittlerweile wieder? 589, nice. Und ein Höschen. Das ist natürlich nicht schlecht. Okay, jetzt sortieren wir mal. So. Aber haben wir jetzt alles erkundet? Tatsache, wir haben alles erkundet. Schade, 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 schade. Nur eine kleine Höhle gewesen. Die Location sieht sehr, sehr, sehr cool aus, muss ich sagen. Ab in den Höhleneingang. Da sind wir rein, hier wieder raus. Okay, okay. Ist okay. Warum auch nicht? So, da sind noch ein paar Gegner. Wow. Ah, die kloppen sich wieder gegenseitig hier. Nehmen wir alles mit. Ah. So. Irgendwas hier zum Looten? Nein, ist nicht. Okay. Kurz meine Totenköpfe nachcasten. So. Die alte Deponie. Oh, Level 7 Gegner wieder. Die geben natürlich richtig gute Erfahrungspunkte. Und da haben wir eine neue Höhle. Irgendwas zum Looten hier? Da ist was. Schrott. Schrott ist gut. Schrott brauchen wir für die Brücke nachher. Um die zu reparieren. Ich bin mal gespannt, wo die hinführt. Wahrscheinlich raus aus diesem Ödlande hier. Oh, und Skelette machen super Damage. Muss man sagen. Haben wir gut geskillt. So, da kommen schon die nächsten wieder hinterher geschissen hier. Alter, was ist das hier? What the fuck? Das scheint minimal zu stinken. Und Level up, nice. Und Skelette können sich darum kümmern, dann kümmern wir uns mal hier rum. 160 Leben plus 17 Angriffskraft. Beziehungsweise Angriffsqualität heißt es hier. Was haben wir denn hier noch? Essenzentzug. Nekromanten. Was bringt das hier? Verzaubert deine Skelettdiener mit nekrotischen Energien. Dadurch werden ihre Knochen gegen physische Schläge gestärkt. Okay. Böses Verzeihen. Was ist das? Solchen Dämonen herbeirufen. Wow. Okay. Aber den Sensenschlag können wir nicht machen. Kann sich über alle Standard-Waffenangriffe aktivieren. Ach so, okay. Also ist ja automatisch drinne. Gut. Indem ihre Waffen mit tödlichen nekromantischen Energie verzaubert, können die vielen Wunden zufügen, die tiefer als nur ins Fleisch schneiden. Okay. Ja. Keine Ahnung, ey. Ich habe keine Ahnung, wie wir skillen sollen, ganz ehrlich. Einfach mal erstmal uns Skelette pushen, würde ich sagen. Ne?
So, was haben wir denn hier wieder Schickes? Oh, what the fuck. Das hat sich gelohnt. Das hat sich gelohnt. Okay, jetzt müssen wir gucken. Spielerstufe 12. Wow, jetzt kommen tatsächlich die Items, die wir noch nicht tragen können. Weil das Level nicht ausreicht. Krass. Alter, wie groß ist denn die Map hier? Ne, wir sind durch. Okay, wir gucken nochmal ganz kurz, ob noch irgendwas hier ist, weil dann würde ich sagen, gehen wir gleich zur Stadt. Ja, alles klar. Das war zu erwarten. Jetzt müssen wir nämlich direkt zur Stadt. Weil sonst kriegen wir das alles nicht mit. Und ganz ehrlich, ich will schon gucken, was da noch dabei ist, ne? Weil potenziell kann sich das natürlich, kann das natürlich besser sein als das, was wir haben. Von daher gucken wir mal. Alles weg erstmal. Oh, warte mal. Halt, die Schuhe zurückkaufen. Ja, die nehmen wir mit. So. Da müssen wir gleich mal gucken, ob wir damit was anfangen können. 1600. Und dann noch irgendwas Schönes hier. 77 Rüstung, okay. Ach komm, wir suchen unser Zeug. Aber ich hätte gerne Beutetruhe. Gibt es hier keine Beutetruhe? Ich guck mal ganz kurz. Dead attacks have slowed a ja. Wir nehmen mal Ruf. Achso, haben wir so oder so. Okay, nice. Vielleicht ist da drin eine Beutetruhe für uns. Der Captain sagt, du darfst durchgehen. Mach bloß keinen Ärger. Alles klar, danke. Gibt's hier eine Beutetruhe? Oh. What do you want? Eine Beutetruhe. Bitte. Let's see what's left of what wears. Wow. Level 35 müssen wir dafür sein. What the fuck? Das ist der Quartiermeister. Okay. Den haben wir vorhin geholfen. Ihr erinnert euch vielleicht. Ich klicke mich einfach mal durch. Ja, der hat eine Quest für uns. Ach, guck mal hier, Schmuggler. Kann ich bei dir Zeug? Warte mal, da stand was. Scheiße, ich hab's nicht gelesen so schnell. Aber ich vermute mal. Ja, das ist klar. Also hiermit können wir tatsächlich Sachen lagern. Das ist gut. Probieren wir mal. Ich hau einmal alles da drauf. Scheißegal, komm. Wir sind jung und brauchen die Stats. Der geht nicht. 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 Der geht noch. So. Okay. Ja. Oh, bestätigte Klaue. Was ist das? Sekunden. Eine glühende Mischung, die eine seltsame Wärme abgibt. Okay. Gut. Haben wir zumindest wieder ein bisschen Inventarplatz. Die Schuhe sind Level 12 gewesen, ne? Genau, Level 12 sind wir noch lange nicht. Das heißt, die können wir auch erstmal reinpacken. Okay. Noch irgendwas? Guck mal, hier ist noch was los. Aber dass wir alles mal angequatscht haben. Warum denn? Ja, okay. Da ist noch ein Ausrufezeichen. Gehen wir da rein. Greetings, child. Ja, hi. Ja, ist okay. Ja, okay. Ja, alles klar. Ja, okay. Ja, ja. Trouble, trouble. Okay. Irgendwas hier, was wir klauen können, wenn wir schon einmal hier sind. Ne? Es ist ein Gefängnis, liebe Leute, ne? Also, oh, eine grob gekritzelte Notiz. Was steht denn da wohl drin? Nun, ich bin kein anständiger Mensch und ich kann sicher nicht gut schreiben. Aber jeder muss erfahren, was dieser Ort wirklich ist. Dieses Gefängnis. Es ist nicht wie ein Gefängnis, in dem, ich schon mal gewesen bin. Und ich habe schon mehr gesehen, als mir lieb ist. Männer bleiben hier auch nicht lange und die Jungs, die sie festnehmen, sind keine Kriminellen, das wüsste ich. Wenn ich einen Mann sehe, sehe ich in seinen Augen, dass er etwas, Unrechtes getan hat. Diese Jungs, ich sehe Furcht. Ich habe diesen Aufseher ein paar Mal gesehen. Großer Mann in schwarzer Rüstung. Wenn man es nicht besser wüsste, könnte man meinen, es wäre, er wäre auf der falschen Seite der Gitterstäbe. Auf zu wackeln.
geht da, stehen wir da. Jeden Tag nehmen er und seine Lakaien dutzendweise Gefangenen zu dieser Hütte im Hof. Sie kommen nicht mehr raus. Später fährt ein Wagen an die Hütte, er fährt immer voll beladen weg. Sie lassen uns nicht mehr aus unseren Zellen raus, aber ich kann sagen, dass nicht mehr viele von uns übrig sind. Die Hallen sind ruhig. Ich bin der letzte Mann in meiner Ruhe. Die anderen? Die wurden gestern mit der Ladung mitgenommen. Ich bitte nicht um Mitleid. Ich weiß, dass mein Ende in dieser Hütte ist, aber vielleicht ist diese Notiz meine einzige gute Tat in meinem erbärmlichen Leben. Wow, okay. Werden die vielleicht Leute verkauft? Könnte ich mir vorstellen, ne? Mal, da ist noch irgendwas. Kopfgeldtisch. Die Leute von Devil's Crossing vertrauen dir ihre innersten Bedürfnisse noch nicht an. Ein Respektiertruf ist erforderlich, um am Kopfgeldtisch zuzugreifen. Beziehungsweise auf den Tisch zuzugreifen. Okay. Gut, wir haben alles, was wir erstmal brauchen. Warte mal, was war der? Achso, das war eine Quest, glaube ich, ne? Da unten ist noch was. Da gehen wir mal ganz kurz hin. Ich werde euch den Schrott besorgen. Wie viel brauchen wir denn? Rechts haben wir auch die Quest übrigens, sehe ich gerade. Bla bla bla. Sammle Schrott haben wir sogar, habe ich gerade weggepackt. Wir nehmen erstmal alles mit. Jetzt holen wir uns den Schrott wieder. Dann kann der nämlich schon mal was haben. So. Dann haben wir das nämlich schon mal fertig. Wenn wir einmal hier sind. Did you get the scrap? Oh yeah. Perfect. Well, since I figured out a den of Slith, this key will open. Okay, was ist das? Have you cleared out the Slith den? Opens. Ach geil, der hat hier irgendwas gebaut, eine Windmühle. Okay, nice. Vielleicht baut er die Stadt wieder auf. Vielleicht ist das später ein ganz anderer Ort. Das wäre natürlich auch richtig episch. Oh, eine Falltür. Was wird uns erwarten? Was wird uns erwarten, liebe Leute? Gucken wir mal. Hoffentlich starke Gegner. Okay, Heiltrank, ein bisschen Eisen. Level 7, Level 8, bisschen nice. Also schwach sind sie zumindest nicht. Das ist schon mal gut. Die Höhle sieht sehr, sehr verlassen aus. Also ich glaube, hier war ewig keiner mehr. Und noch ein paar Gegner. Beißende Knochenrücken. Okay. Ach du Scheiße. Was ist das hier? Ein Irrgarten oder was? Alter, what the fuck? Boah, hier sind massig Gegner. Okay, müssen wir uns erstmal irgendwie durchkämpfen. Gut, wir haben uns Skelette dabei. Ich fühle mich doch ein bisschen, geborgen, muss ich sagen. Das ist schon ganz nice. Alleine wäre es hier wahrscheinlich schon ein bisschen creepy. Oh mein Gott. Wir schießen uns einfach mal durch. Da hinten ist auf jeden Fall ein Questchen und da sind schon Spinnen, ey. Uah. Scheiße. Oh mein Gott, dein Ernst. Komm erstmal auf die Dinger. Opfermesser des Angriffs, was ist das? Genau, holt euch die mal. Geht mal rum. Dankeschön, dann den. Dann den. Komm, ich komme mal ein bisschen näher, damit ihr die auch sieht. So, dankeschön. Mensch, immer Verlass auf meine kleinen Skelettkrieger hier. Sehr nice. Dann haben wir schon die nächsten wieder. Wie komme ich da rein? Achso, warte mal, hier so. Zack. Okay. Aber wir haben eine echt gute Lebensregeneration, muss man sagen. Okay, da, Beschwörungslimit wurde nochmal erhöht. Nice. Okay, dann können wir jetzt wahrscheinlich... Drei? Drei? Muss doch mehr machen können. Gucken gleich mal, ob wir mehr spawnen können gleich. Weil zwei wurde erhöht, das heißt, wir müssen jetzt insgesamt eigentlich fünf haben können. Und fünf, Tatsache, jetzt sind sie da. Okay, nice. Jetzt geht's natürlich richtig los. Das ist aber schon mal eine kleine Armee, die wir hier haben. Unsere Skelettarmee wird immer größer. So muss das sein. Komm ich irgendwie rein? Da. Okay, nice. Irgendwas hier, irgendwelche Secrets, irgendwelche geheimen Verstecke von alten Häftlingen oder so. Gar nichts.
Und die bekämpfen sich jetzt gegenseitig. Wir greifen mal ein. Jetzt klauen die uns unsere Erfahrungspunkte hier. Können wir natürlich nicht zulassen. Also die nächsten Spinnen. Ich glaube, ich spinne. Okay. Gut, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Dann gehen wir mal hier hoch. Jemand hier? Oh, hier ist ein bisschen Loot. Wir gucken mal ganz kurz. Wow, what the fuck ist das? Eiskalt abgenutzte Repetierbüchse des Angriffs. Nice, das sieht ja schon mal sehr, sehr geil aus. 62 mehr Schaden, ey. Was zur Hölle. Boah. Wir müssen unbedingt auf Raffinesse, ne? Raffinesse, ist das richtig? Ja, Raffinesse müssen wir auf jeden Fall gehen. Dann machen wir einen schönen Fernkampfbild hier. Ach, 9 Punkte fehlen uns noch. Scheiße. Okay, kriegen wir hin. Kriegen wir hin, liebe Leute. Geht mal rum, macht mal kaputt. Ich laufe in der Zeit mal weiter. Oh, da geht's weiter in die nächste Ebene, okay. Was war das? Welcher mysteriöse Zauber war das? Alter, wo laufen die denn jetzt lang, ey? Warte mal, wie kommen wir denn da hin? Scheiße. Da, sie sind angekommen. Wie geil sind sie denn? Okay, da ist tatsächlich was rausgefallen, aber komm, egal. Ist jetzt nichts, was sich lohnt, wieder zurückzulaufen. Dann gehen wir einmal hier zurück. Okay. Dann kloppen wir uns hier einmal durch. Und da warten schon die nächsten schrecklichen Schlangen wieder auf uns. Aber gut, die geben immer gute Erfahrungspunkte, ne? Also von daher vielleicht gar nicht so verkehrt. So, nimm das mal mit. Silberamulett, wow, warte mal. 0,5 Energieregeneration brauchen wir nicht. Wir haben genug Energieregeneration. Selbst Leben haben wir genug. Also eigentlich, wir sind defensiv super aufgebaut. Das Leben, was wir verlieren im Kampf, gewinnen wir direkt wieder hinzu. Also, eigentlich sind wir unsterblich.